Ich begrüße Sie zu Israel Netz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Der israelische Außenminister Lapid ist in Washington mit seinem amerikanischen und seinem emiratischen Amtskollegen zusammengekommen. Bei dem Treffen mit Blinken und Al-Nayan vorige Woche ging es ihm vornehmlich um das iranische Atomprogramm. Lapid betonte, Israel behalte sich vor, jederzeit und auf jedwede Weise gegen das Atomprogramm vorzugehen. Die Allianz und Freundschaft zwischen den Staaten bezeichnete er als Quelle der Hoffnung für die ganze Welt. Al-Nayan dankte den USA für die Unterstützung bei den Normalisierungsabkommen. Die schwedische Außenministerin Linde hat am Montag Jerusalem besucht. Es war der erste Besuch eines schwedischen Chefdiplomaten in Israel seit mehr als einem Jahrzehnt. Ein Anlass für die Eiszeit in den Beziehungen war die schwedische Anerkennung des Staates Palästina im Jahr 2014. Linde traf Staatspräsident Herzog und Außenminister Lapid. Dieser sagte auf der Pressekonferenz mit Linde, zwischen den beiden Ländern bestehe eine lange Freundschaft. Es habe aber auch Auseinandersetzungen gegeben. In den vergangenen Jahren hätten sie dazu geführt, dass die Länder auseinanderdriften. Nun ändere sich das. Das Hillel Yafe Krankenhaus in Hadera bei Tel Aviv ist Opfer eines Hackerangriffes geworden. Der Angriff gilt als der größte seiner Art auf das israelische Gesundheitssystem. Es handelt sich um sogenannte Ransom Software. Die Hacker sperren den Zugriff auf wichtige Daten und verlangen Lösegeld. In diesem Fall 10 Millionen US-Dollar. Das Krankenhaus verschob Behandlungen, die nicht dringend sind. Mit einem alternativen Computersystem erhielten die Ärzte immerhin Zugriff auf die zentral gespeicherten nationalen Patientendaten. Die Stadt Jerusalem hat einen Platz zu Ehren des japanischen Diplomaten Shione Sugihara eingeweiht. Er hatte während des Zweiten Weltkrieges in Litauen Transitvisa an Juden ausgestellt. Dadurch rettete er mindestens 6.000 Menschenleben. Da er sich den Willen seiner Regierung widersetzte, bedeutete die Aktion das Ende seiner diplomatischen Karriere. Bei der Einweihung war der 72-jährige Sohn des Judenretters Nobuki Sugihara zugegen. Der Japaner lebt in Belgien. Ein Taucher hat vor der israelischen Küste ein 900 Jahre altes Schwert aus der Zeit der Kreuzritter entdeckt. Die Klinge ist mehr als einen Meter lang. Außerdem fand er antike Anker und Töpferwaren. Gezeitenströmungen hatten den Sand verschoben und die Artefakte freigelegt. Der Taucher war nur mit einem Schnorchel ausgestattet. Er meldete den Fund bei der israelischen Altertumsbehörde. Die Funde beweisen, dass die Stadt Atlit bei Haifa den Kreuzfahrern als Hafen diente. Das war bisher nicht bekannt. Das war Israel Netz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen.